two, three, four. Matthias Bublat. Herzlich willkommen nochmal in der Abendschau. Dankeschön. Man sieht, es macht Spaß. Also es macht durchaus Spaß, ja. Ist schon das siebte Album, das Sie gemacht haben. Das heißt Oceans. Vielleicht zeige ich es Ihnen mal. Ein wunderschönes Album. Beschreiben Sie mal selber Oceans. Ist es der wilde, stürmische oder ist es der ganz ruhige Ozean? Es ist von allem etwas dabei. Also ja. Das war jetzt gerade der stürmische Part. Aber es gibt auch sehr ruhige Teile. Sie sind jetzt gerade mal 35 Jahre alt, sind eigentlich in München geboren und aufgewachsen, aber waren dann insgesamt 9 Jahre in Amerika. Genau. Des Jazz zuliebe oder? Ja, ich wollte natürlich im Mutterland des Jazz, wollte ich es einfach von der Quelle lernen und bin daher dahin gegangen. Mit welchen Stilrichtungen wird man da konfrontiert? Also was gibt es da alles? Weil Jazz ist ja nicht nur Jazz. Mhm. Nee, gerade ich habe viele verschiedene Stilrichtungen gemacht. Also ich habe Gospel viel gespielt in der Kirche jeden Sonntag. Auf der Hammond-Orgel, das gibt es hier in Deutschland nicht so richtig. Ja. Dann viel Blues, Funk und auch Latin-Musik, lateinamerikanische Rhythmen. Wie begegnen Sie denn diesem Vorurteil, dass man sagt, der Jazz ist eigentlich nur was für Spezialisten, ist so ein bisschen Musik, die ein bisschen sperrig daherkommt, ist nicht so easy going. Ich meine, ist eigentlich schade, weil damit natürlich auch viel Musik im Verborgenen bleibt. Wie gehen Sie damit um? Also ich probiere mit meiner Band, dass wir das im breiten Publikum verständlich machen. Das ist so unser Steckenpferd. Weil Sie sagen, Sie probieren es. Wie probieren Sie es denn? Ich meine, ich stelle mir das schwer vor. Also wir versuchen einfach, das Publikum mitzureißen mit unserer Musik und hoffen, dass uns das gelingt. Weil Sie eben Ihre Band angesprochen haben. Sie haben in Amerika quasi eine eigene Band, mit der Sie auch unterwegs sind. Aber Amerika ist ganz schön weit weg. Sie können die Band nicht immer mit rübernehmen. Ja, die sind manchmal hier, aber ich habe auch eine deutsche Besetzung, wie die Herren hier. Also es gibt auch super Musiker hier. Bayerische Jazzszene, was kennen Sie davon? Oder wie? Das sind